Diese Nacht ist die Nacht meiner Träume, denn ich bin mit dir endlich allein. Sagt das Sprichwort auch, Träume sind Schäume. Unser Glück, das wird Wirklichkeit sein. Unser Leben soll werden ein Himmel auf Erden und nur noch um Liebe sich drehen. Diese Nacht ist die Nacht meiner Träume, die durch dich in Erfüllung. Du bist ja ganz außer Atem. Ich musste dich über die Schwelle tragen, das mache ich doch immer so. Stimmt es, dass du heute geheiratet hast? Allerdings. Dann hast du Bigamie begangen. Also wenn du mir versprichst, meinen Namen zu verschweigen, so gebe ich dir die Adresse eines Rechtsanwalts, der solche zweifelhaften Sachen schaukelt. Was heißt denn schaukeln? Handeln? Du musst sofort handeln. Um Gottes Willen, du hast ja ganz eiskalte Hände. Du bist ja glühend heiß. Ja, aber nur im Kopf, Liebling, nur im Kopf. Komm, geh schnell ins Bett, ich komme gleich nach. So. Ja, aber... Ja. Marsch ins Bett, du Bestie. Kommst du zu mir? Um keinen Preis der Welt. Gut. Wenn du in einer Stunde nicht bei mir bist, komme ich zu euch. Wehe dir, wenn du eine andere auch nur anschaust. Ich würde auf der Stelle aus dem Haus gehen. Mhm. Vorher würde ich dir eine Flasche Vitriol ins Gesicht schütten. Auf alle Fälle nimm das Schlimmste an. Du bist in den Fängen einer gefährlichen Frau. Ich bin überhaupt gegen Frauen. Sie bedeuten mir gar nichts. Mein kleines Helles ist mir lieber. Ja, ja, ja. Eine gute Anglerin ist sie schon immer gewesen, unsere Mrs. Betterby. Fein, dass Sie auch schon da sind. Hier ist es viel schöner als in Redcliffe. Nein. Nein, nein. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr im Schlafzimmer einer Dame. Später, wenn sich herausgestellt hat, dass Sie lieb und nett sind, können Sie gehen. Wenn Sie dann noch wollen. Ich werde dich als meinen Rechtsanwalt mit einer Neuentscheidungsklage gegen Yvonne beauftragen. Und dich als Hauptbelastungszeugen benennen. Da gibt's ja ganz andere Probleme. Das Leben und das, was sich so Ehe nennt, nicht? Deine erste Ehe muss eine Hölle gewesen sein. Ach, Hölle ist ein Sanatorium dagegen. Ich wünsche mir nicht so sehr, als einmal mit dir in Winnings Blumenzimmer zu schlafen. Nein, das habe ich auf gar keinen Fall gesagt. Das kommt nicht in Frage. Ich war Lorenz, das habe ich nicht gesagt. Was ist los? Ich finde, wir passten so gut zusammen. Für solchen Quatsch ist meine Batterie zu schade. Die Ehe ist nämlich gar nicht so gut, wie es den Anschein hat. Es kann sein, dass sich da heute Nacht noch unheimliche Dinge ereignen werden. Oh. Hey, du! Da bin ich aber sehr erleichtert. Ja. Du hast mir richtig Angst gemacht. Und wie endete die Sache? Wir beide sind ein Ehepaar, so glücklich wie wohl noch keines war. Ich freu mich. Freust du dich auch?